Hey Leute, was geht ab? Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, ihr müsst jetzt echt stark sein. Alle N52, N53 Fahrer oder alle aus der E90, E92, E91, E93 Serie. Ihr müsst alle sehr stark sein. Und zwar gibt es ganz schlechte Neuigkeiten für einige von euch, für andere nicht. Die haben Glück, aber für andere gibt es echt schlechte Neuigkeiten. Und zwar nimmt BMW nun offiziell die BMW Performance Engine-Dämpfer-Anlagen, Auspuffanlagen aus dem Sortiment. Die werden nicht mehr hergestellt. BMW hat jetzt die Produktion eingestellt. Das hat einer schon in unserer N52, N53 Fanatics Facebook-Gruppe bekannt gegeben, dass da irgendwie stand auf einmal nur noch so, solange der Vorrat reicht. Dann hat er denen eine E-Mail geschrieben. Da hat Lehmann ihn auch bestätigt, dass die keine Auspuffanlagen mehr bauen, also dass BMW in München keine mehr herstellt. Ich habe heute auch nochmal hinterher geschrieben, ist ganz, ganz frisch die ganze Nummer, es ist heute Montag und ich habe am Montag den E-Mail-Verkehr auch gehabt mit Lehmann und habe mich da auch nochmal vergewissert und sie haben auch leider mir bestätigt, dass sie die Produktion der Auspuffanlage eingestellt worden ist und nur noch die Restbestände, die es gibt, verkauft werden. Im gleichen Atemzug gibt es noch einen ganz miesen Beigeschmack für euch, die den Auspuff noch nicht haben. Ja, der Preis von den Auspuffanlagen, von den Endschalldämpfern wurde auch noch ebenfalls erhöht. Ich habe meinen damals für 650 gekauft, glaube ich. Aber so um die 800 Euro, 820, 850 für den 330i. Also die Preise sind deutlich nach oben gegangen. Und ja, es gibt nicht mehr viele. Also nur noch Restposten. Die, die einen kriegen, haben Glück. Deswegen, ja, muss man schon fast einen Aufruf starten. Sieht zu, dass ihr noch einen bekommt, wenn ihr euch einen kaufen wolltet in naher Zukunft. Denn es gibt nicht mehr lange welche. Und bei Kleinanzeigen, das weiß jeder, gibt's die Dinger so gut wie nie. Kaum einer verkauft sie, es sei denn, einer verkauft den Auspuff und baut wieder auf Serie zurück. Die meisten lassen ihn aber auch wiederum dran. Ich habe mal ein bisschen bei Lehmann geguckt, und zwar welche Auspuffanlagen das alles alle betrifft. Und es ist wirklich so, dass die komplette E90-Baureihe, ob 316, 318, 320, i, 25, 35, komplett die ganze Baureihe wurde die Produktion eingestellt. Überall bei Lehmann ist dieser Link drin, dass die Produktion eingestellt wird. Ich schließe jetzt automatisch daraus, dass das für den E90, N52, 53, 330i, und 325i, wenn das bei denen steht und bei allen anderen steht, würde ich jetzt daraus schließen, dass es flächendeckend für alle gilt, was echt scheiße ist. Also ranhalten Jungs, wenn ihr euch was gönnen wollt, dann tut das. Ich habe nochmal in gleichem Atemzug Lehmann24 angefragt, ob wir die Möglichkeit bekommen, einen 10% Rabatt zu ergattern für uns alle. Dieser gilt aber, wenn wir ihn bekommen sollten, nur für die Ersatzteile. Das heißt, wenn irgendwelche Ersatzteile, die ihr braucht, Bremse, Bremszange, Bremsclip oder Magnetventile, Einspritzdüsen oder sonstiges Material, was ihr vom BMW braucht als Ersatzteil, darauf gibt es dann 10%. Das ist noch gerade, ich habe da die E-Mail geschrieben, ich habe angefragt. Ich weiß, dass die E90 Freaks das anbieten. Im Notfall könnt ihr euch auch darauf berufen, aber ich versuche auch noch für uns N52, N53 Fanatics da auch die 10% hinzukriegen. Ja, ich persönlich habe da überhaupt nichts von. Einfach nur, das ist, was ich euch an die Hand mitgeben möchte, dass ihr da ein paar Rabatte bekommt. Da hoffe ich, dass ich bald noch Antwort bekomme. Ansonsten, genau, geht es jetzt einfach noch um das Thema Auspuff weiter. Ich habe mich mal ein bisschen schlau gemacht und geguckt, was gibt es denn jetzt für Alternativen? Welchen Auspuff kann man sich holen? Was gibt es auf dem Markt? Was kostet der Markt? Da habe ich mich mal ein bisschen schlau gemacht. Da gibt es eine Seite, die stellt verschiedene Auspuff-Sortimente, sage ich mal, schon so gebündelt dar. In Ergänzung dazu noch gibt es einzelne Hersteller und ich werde euch jetzt noch ein bisschen was dazu erzählen. Ich habe gefunden, es gibt einen von, ich glaube von Remus, von Friedrich Motorsport, von TA Technics, von Basturk, meine Meinung zu Basturk kennt ihr aber, und von Eisenmann und dann auch noch Supersprint. Also die Auspuffanlagen sind die, die ich jetzt gefunden habe, dass ich mal ein bisschen euch so Alternativen zeigen kann und dass ihr nicht ganz auf die Nase gefallen seid, wenn ihr es noch nicht geschafft habt oder nicht schaffen solltet, euch einen Performance-Engine-Dämpfer zu kaufen. Meine Empfehlung, würde ich aber sagen, ist durchweg immer die gleiche, und zwar ist so das vom Klangliche, mein Empfinden, vom Klangliche geilste Soundbild und lauteste Soundbild, was man kriegt oder was ich bisher gehört habe, ist der BMW Performance Engine-Dämpfer. Der war bisher untoppbar, deswegen habe ich den auch selber drunter. Der ist für mich soundmäßig so am geilsten. Basturk habe ich auch schon gehört, klang nicht gut. Eisenmann habe ich auch gehört, klang ganz gut, aber das war halt die normale Version, nicht die Race-Version, also die legale Version, und die war halt bei weitem nicht so laut, wie der Performance Engine-Dämpfer laut ist. Obwohl er legal ist, das ist auf jeden Fall, der ist nicht umsonst so krass gehypter Auspuff. Also haut rein. Tschau.